Yeah, 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 yeah. So, da sind wir schon. So, ich klicke mal bereit. So, erstmal wieder schreiben. Und los geht's. So, also. Nee, ich mache jetzt noch einmal Überleben. Ich will jetzt mal so eine richtige, vernünftige Überlebensrunde machen. Ich gucke nochmal eben in die... Ich glaube, die Punkte haben wir sogar kassiert. So. Schrottteile. Federn, Schrauben, Zahnräder. Meist unbrauchbares Gerümpel. Fügt 15 Einheiten zur Werkzeugkiste hinzu. Das machen wir mal. Die Werkzeug... Haben wir die Werkzeugkiste eigentlich noch? Oder ist die... Ach so, wenn die einmal aufgebraucht ist, ist die weg, ne? Verdammt. Ach so. Tritt einer Lobby bei. War ich doch gerade. Haben die mich rausgeschmissen? Kann das sein? Ah ja. So, bereit. Ich schau nochmal eben hier schnell rein, was ich machen kann. Nadel und Faden. Oh, geheime Kiste. Tuch der Bindung. Selten. Seltene Opfergabe. Komm, wir gucken da mal rein, was das ist. Perks. Blinder Ursinn. Das nehmen wir mal. Ist das jetzt ausgerüstet oder nicht? Ich muss da nochmal genau gucken, was wann ausgerüstet ist, was nicht. So, jetzt geht's los, Alter. Ich hoffe, das ist keine Punkterunde, sondern nur so eine richtige Punkterbindung, dass alle Überlebende beginnen die Runde gemeinsam. Das ist mein Perk, das gilt jetzt für alle, Alter. Wir standen jetzt alle an einem Punkt, glaube ich, wenn ich das richtig sehe. Manchmal kann dieser Perk, glaube ich, hilfreich sein, manchmal aber, glaube ich, vielleicht auch nicht. Wenn wir jetzt alle gut zusammenarbeiten, dann kriegen wir bestimmt den ersten Generator schnell fertig. Wenn ich dann mal ein bisschen besser aufpassen würde, wann ich Space drücken muss. Dann gucken wir mal. So, wie gesagt, also wegen dem Spielprinzip, warum, wieso oder worum es geht. Wie gesagt, ich versuche es jetzt nochmal so ein bisschen. Ich hoffe, da sind sie. Ich hoffe, wir kriegen das jetzt einigermaßen hin. Lalalala. So, wir werden natürlich hier gejagt quasi. Und wir müssen jetzt gucken, dass wir hier die Generatoren hier fertig machen. Wenn wir jetzt hier erstmal welche finden. Wo ist denn hier ein Generator? Das kann man dann auch mit... Das soll angeblich wohl auch für die PlayStation irgendwann kommen. Ich habe nochmal ein bisschen recherchiert vorhin. Ah, hier ist ein Generator. Ich bin da sehr gespannt. Ich lasse mich da echt überraschen. Ah, hier ist einer. So, wir müssen jetzt Strom machen. Je mehr natürlich am Generator rumfummeln, desto schneller geht's natürlich. Ich hoffe, ich kriege es hin. Rechtzeitig natürlich Leertaste zu drücken. So, unten links sieht man, wie viele Generatoren wir noch machen. Der kommt. Oh Gott, der kommt. Er kommt, er kommt, er kommt, er kommt, er kommt. Nein, Alter. Alter, genau, unten, genau. Nein, Alter. Genau. Ich laufe ihn genau in die Arme. Willst du mich verarschen? Scheiße. Fuck. Alter. Willst du mich verarschen? Und ich laufe ihn genau in die Arme, den Penner. Oh Gott. Fuck. Scheiße, den einen hat er da hinten. Fuck. So. Jetzt haben wir natürlich ein Problem. Also das ist jetzt die, also das ist jetzt eine richtige Runde, ne? Scheiße. Oh Gott. Oh Gott. Immer wenn das Herzklopfen kommt, ist er in der Nähe. Ach, da unten. Er hat den unten Aufgang. Fuck. Mach doch weiter. Heil mich. Oder auch nicht. Oh, der kommt bestimmt jetzt. 100%ig kommt er jetzt. Oh Gott. Nein, scheiße. Jetzt hau ich ab. Fuck. Und der kann ja auch hören und der... Na, ich hab's gewusst. Na, scheiße. Fuck. Scheiße. Der Penner lässt mich liegen, Alter. Das gibt's doch nicht. Fuck. Jetzt können wir natürlich versuchen, erstmal zu entkommen oder hier wegzukrabbeln. Ich habe natürlich die Hoffnung, dass ich jetzt so schnell wie möglich weg... Oh, da ist die Kiste.
dass ich hier wegkrabbeln kann, dass er mich nicht findet mehr. Oh, der hängt alle unten auf, der Drecksack. Der hängt alle unten auf. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein, 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 nein. Der weiß, wo ich bin. Der hat irgendeinen Perk drin, damit er weiß, wo ich... Ich versuche mich mal hier zu erholen. Ich hoffe, das klappt. Der sucht mich natürlich jetzt. Ja, rette den da unten. Unten sieht man die anderen Überlebenden. Vielleicht kann ich mich hier erholen. So, dass ich vielleicht noch aufstehen kann, wenn er mich nicht findet. Ich glaube, er findet mich nicht. Boah, wie geil. Das Spiel ist echt spannend, muss man sagen. Also, es ist echt... Finde Hilfe. Okay, jetzt muss ich Hilfe finden. Oh Gott. Ja, wenn mal hier einer hinkommen würde. Von den anderen Überlebenden. Weil mehr erholen geht leider nicht. Anscheinend. Ich glaube, ich werde hier... Nein! Da ist einer in der... Scheiße, ist der Fallensteller. Da ist einer in der Bärenfalle reingelatscht. Einer ist schon gestorben von den Überlebenden. Komm hier hin, komm hier. Psst, ey, psst, psst, komm hier, psst. Psst, komm hier, psst. Psst, psst, komm hier, psst, psst. Komm hier, psst. Psst, komm hier. Psst, komm hier. Psst, psst, hey, psst, psst, komm hier. Psst, komm hier, psst, komm hier, psst. Komm hier, psst, psst, komm hier. Dankeschön. So, wie kann ich... Ich muss ihn auch heilen. Oh Gott, wir sind die letzten beiden Überlebenden. Wir müssen den einen noch vom Haken holen. Oh, das ist echt spannend. Oh Gott, ich hoffe, ich kriege das hin. Ich muss mich ein bisschen konzentrieren. Natürlich auch. Boah, okay. So. Jetzt soll natürlich gucken, dass wir hier ein bisschen... Boah, nicht so... Wir müssen den einen vom Haken holen. Ich glaube nicht, dass wir es schaffen werden. Weil er ist hinten. Und wir müssen die Generatoren auch noch machen. Fuck. Ich versuche mich mal so ein bisschen am Generator. Weil ich glaube nicht, dass wir den da hinten irgendwie runterkriegen. Weil der ist auch zu weit weg. Oh Gott, fürchterlich. Ich weiß nicht, ob man das so ein bisschen, als beim Zuschauen, so ein bisschen mitbekommt. So ein bisschen diese Spannung. Ich sehe ihn auch gerade nicht. Oh Gott, fuck. Vier Generatoren noch. Ah, ich hätte an die Kiste gehen sollen. Ich dem Lack. Ich hätte verdammt nochmal an die Kiste gehen. Nein, was? Scheiße. Fuck. Alter. Alter, was? Alter. Komm, 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 komm. Oh, komm, nein. Scheiße. Oh, 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 oh. Nein, Alter, kacke. Ich renne ihn auch noch in die Arme. Scheiße. Wickel, wickel, wickel. Wickel, wickel, wickel. So, ich wärme mich mal eben. Aber ich glaube, nein. Scheiße. Der Penner, hat der da eine Mist? Ja, liegt doch natürlich eine Bärenfalle vor mir. Natürlich. Ich bin überlegen, ob ich Fluchtversuch machen sollte. Ich probiere mal mein Glück. Nein, nein. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich glaube nicht, dass der mich retten wird. Mein eigener Kollege da hinten. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Kannst du dich ein bisschen beeilen da hinten? Ah, scheiße, die Bärenfalle liegt ja hier noch, ne? Könntest du dich ein bisschen beeilen? Das wäre lieb. Nee, ich glaube, das schafft er. Ich glaube, der schafft das nicht. Lalalala. Nein, wir werden sterben. Ja, wir werden sterben. Definitiv. Ja. Und er liegt auch. Das war's. Scheiße. Fuck. Boah. Cool. Yeah. Da gehen wir dahin. Ja, da gehen wir dahin. Das war's dann. Gibt ein paar Pünktchen.
Naja, immerhin. So. Hier der Killer. Brutale Stärke. Deine große Stärke erlaubt dir, die Abwehr deiner Opfer zu durchbrechen. Zerstöre untergefallene Hindernisse 20% schneller. Alter Schwede. Unerbittlich. Du löst dich schnell von jeglichen Angriffen mit... Was? Mit deiner Hauptwaffe ausgeführt wurde. Der Cooldown bei Fehlangriffen ist 22% vermindert. Der Cooldown bei erfolgreichen Angriffen um 16% vermindert. Alter. Krass. Das ist schon mega. Also solche Perks sind schon geil. So, jetzt spielen wir mal die Runde mal mit, pass auf. Gehen wir mal zurück. Jetzt bin ich mal der Killer. Boah. So. Ich habe mich noch nicht getraut, einen anderen Killer zu spielen. Ich hatte nur mit dem mal angefangen. Mit den Fallensteller. Da Killer. Gibt's nämlich noch verschiedene. Hier ist übrigens noch einer frei. Da kommt wahrscheinlich noch einer dazu. Michael Myers übrigens ist ja als DLC. Der Geist. Ich glaube, ich probiere mal den Geist aus. Da gibt es noch den Hinterwäldler. Die sehen alle so toll aus. Der hat wahrscheinlich auf der Autobahn gelegen. Dementsprechend sieht auch sein Gesicht aus. Dann gibt es noch die Nurse. Die Krankenschwester. Ich glaube, ich nehme mal den Geist. Probier den mal aus. So, was haben wir denn hier? Level 1. Ja. Was haben wir denn hier Schönes alles? So. Glockenklöppel. Hergestellt aus einem... Oh ja, nehmen wir mal. Ich habe ja so viele Punkte. Ich kann ja eigentlich alle einsetzen. Eine geheime Kiste wieder. Seltene. Und da sind wir schon Level 2. Guck mal an, so schnell geht das. Also für die Punkte haben. Komm, die geheime Kiste nehmen wir auch mal. Verringert leicht den schwarzen Schleier. Effekt summiert sich. Gewährt dir 25% Bonus-Blutpunkte in der Hinterhältigkeitskategorie. Das machen wir mal. Hinterhältig bin ich immer. So. Jetzt mal gucken, was haben wir hier? Jammerglocke. Ah, ja, Perks. Du weißt, wo du hinschlagen musst, um sie bluten zu lassen. Bei erfolgreichen Angriffen zugefügte Wunden erhöhen leicht die Bluthäufigkeit des Überlebens. Okay. Ist das jetzt ausgerüstet? Ich schau mal eben. Ah, Tatsache. Wenn man einmal draufklickt, ist es ausgerüstet. Pizza, Stream läuft und Bier. Der beste Freitag ever. Ja. Das Biker-Kreuzsymbol, das für Undurchlässigkeit steht, ist mit einem weißen Tinte auf den Glockenkörper gedruckt. Erhöht deutlich die Lichtverblendung. Ah, wieder Fähigkeit. Ah, ja. Gewährt einen Schub an Bewegungsgeschwindigkeit für 0,5 Sekunden nach der Wiedererscheinung. Verringert leicht die Reichweite, in der die Glocke... das nehmen wir mal mit. Das nehmen wir mal mit. So, okay. Machen wir mal Lobby erstellen. Und jetzt müssen wir natürlich darauf warten, dass andere Spieler reinkommen. Jetzt müssen wir erstmal auf 4 weitere Opfer warten. So. Jetzt bin ich der Killer. Na, wer hat Lust mit mir zu spielen? Also solltet ihr, wie gesagt, Date by Daylight haben. Ihr könnt gerne hier auch mal gucken, ob ihr hier irgendwie auf mich trefft oder so. Ne? Könnt ihr gerne dazu joinen. So, während dann jetzt hier die Lobby ja lädt, kann ich ja trotzdem weiter gucken, ne? Genau. Ich kann noch ein weiteres Add-on. Dann nehmen wir noch hier das mit dem Geschwindigkeitsschub. Und im Blutnetz können wir auch nochmal gucken, weil wir haben ja noch ein paar Punkte. Was haben wir denn noch als nächstes? Was ist das denn hier? Flimmerruß. Verringert leicht die Abwesenheitsdauer der Glocke. Beeinflusst euren Tüftler-Perk. Effekt summiert sich. 5000. Erhöht leicht die Lichtwiderstandsfähigkeit. Effekt summiert sich. Ja, machen wir mal. Komm. Was wir haben, haben wir. Hallo Patrick, willkommen zur Let's Play Live Show. Schön, dass du eingeschaltet hast und willkommen zu Dead by Daylight. So. Hattest du eigentlich geschrieben jetzt, was für eine Pizza du gerade isst? Mit was für einem Belag? Jerome, würde mich mal brennend interessieren, ob du da irgendwie ein,
Was für ein Pizzabelag du da drauf hast? Was ist das denn hier oben? Schalte Potenzial in der eigenen Aura Lebensfähigkeit frei. Zeig die Auren von sterbenden Überlebenden an, wenn du im Umkreis von 12 Metern stehst. Ja, das auf jeden Fall. Das hätte ich gerne. Das kostet 3000, das nehmen wir auch noch. Dann haben wir das auch noch. Dann sind wir schon auf Level 3. Das können wir uns jetzt eh alles nicht leisten, deswegen gehe ich mal eben in Ausstattung. Perkslot wird ab Level 15 freigeschaltet. Alter. Wo ist denn das mit der Aura? Wo war denn das jetzt mit der Aura gewesen? War das hier? Ich glaube, wir haben... Oh. Ah, hier. Das mache ich mal. Ja, das haben wir das. Sehr schön. So. Ah, da sind schon... Die wissen natürlich nicht, wer ich bin. Die haben auch keinen Namen von mir oder so. Ne? Nur die können chatten. Achso. Cheesy Dog Pizza. Den Hotdog vom... So geil, die Pizza. Okay. Achso, eine Hotdog Pizza. So cheesy Hotdog. Boah, geil. Was? Ich habe erst nach Weihnachten mein Apple MacBook. Dann kann ich auch mitspielen. Mein derzeitiger PC schafft das nicht. Gibt es auf dem MacBook auch Dead by Daylight? Wusste ich gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob du es auf Apple spielen kannst. Also ich spiele es ja gerade auf Windows-PC. Ich habe ja einen Windows-Rechner hier. Ist jetzt kein Allerweltrechner. Na? So, was haben wir denn hier? Das ist Reagenzglas und... 50% der Selbstlosigkeit. So, jetzt bin ich der Killer. Freunde. Das hätte ich Halloween haben müssen, das Spiel. Dann hätte ich da einen Halloween-Stream mitgemacht. So, Freunde. Achso, übrigens, für die Leute, die sich jetzt fragen, wie läuft das denn jetzt mit dem Killer ab? Genauso, also ich darf jetzt versuchen, die anderen zu killen, aber in der Ego-Perspektive, nicht in der Third-Person. Das finde ich total geil irgendwie. Und es ist gar nicht so einfach, wie man erst denkt. Man denkt so, ach ja, Killer, ich bin sowieso hier mega überpowered. Das ist gar nicht so einfach. Muss man echt, ne? Ich doof, doch, dass es läuft. Ich hoffe, dass es läuft. Achso. Ja, aber wie gesagt, für Apple weiß ich gar nicht, ob es gibt. So. Wir können uns... Boah, die Mucke gerade. So, wir sind der Geist. Wir können uns mit M2, also mit der Maustaste 2... verschleiern, dann sind wir unsichtbar. Das ist ja geil. Sehen die uns denn? Ich höre jemand laufen. Ohne Spaß, das ist gar nicht so einfach in der Ego-Perspektive. Mein Gott, in der Ego-Perspektive. Da ist einer. Hier war einer dran. An dem. Und hat den schon fast fertig gemacht oder zumindest schon angefangen. Boah, es ist mies. Vor allem mit dem Nebel ist es mies. Ich konzentriere mich gerade ein bisschen. Na, wo seid ihr, meine kleinen Schweine? Da läuft einer, Alter. Wo ist sie hin? Wo ist sie hin? Da läuft sie, Alter. Bleib stehen. Yeah, komm in meine Arme. Komm, lauf. Huch, wo ist sie hin? Lauf. Du kannst mir nicht entkommen. Alter. Du kannst mir nicht entkommen.
Du kannst mir nicht entkommen. Ich werde dich kriegen. Ich werde dich jagen. Entschuldigung, manchmal geht's mit mir durch. Alter! Wow, wo ist sie hin? Fuck, wo ist sie hin? Alter, da. Hier wäre schon der erste Haken. Ah, oh, komm, ernsthaft? Wo ist sie hin? Fuck, ich hab die verloren. Scheiße, wo ist die hin? Fuck, wo ist die hin? Das gibt's doch nicht. Ah ja, okay. Jetzt wollen sie mich locken. Da ist einer. So. Na, mein Freund, wo willst du denn hin? Ich klemme meine Bäume. Na, wo willst du hin? Komm her, komm. Put. Na, mein kleines Schweinchen, komm. Wieso kann er so schnell laufen? Alter. Wo willst du hin? Bleib stehen! Bleib stehen, ich krieg dich! Bleib stehen! Alter! Ja, lauf ins Haus! Lauf ins Haus! Ja, lauf ins Haus! Ja! Wie geil das Spiel einfach ist! Boah, wenn ich mir das vorstelle, das auch mit Freunden und so. Mega! Oh, was hat der ein Schwein? Was hat der ein Schwein? Das gibt's gar nicht. Boah, ich mir das vorstelle, so mit Freunden zusammen zu spielen, das ist bestimmt voll geil. Das macht bestimmt mega Spaß. So deine Freunde anfängst zu jagen oder so. Da ist er. Das gibt's doch nicht. Der hat doch so ein Schwein. Das ist doch unfassbar. Ja, der kleine Pimp. Wo ist der hin? Mist, dass man die so schnell aus den Augen verliert, das ist unfassbar. Der irgendwo hier rein. Die werden mich so eiskalt fertig machen. Da hinten läuft er. Ich habe ihn gesehen. Ah nein, komm her. Komm her, finish him. Nein. Mann. Machen wir uns mal unsichtbar. Vielleicht ist es ein bisschen leichter für uns. Wir schauen mal. Ah, wie cool das ist. Wann kommt die Facecam noch hinzu? Ja, ich muss mal gucken, wie ich das handhabe. Ich muss OBS noch einstellen. Alles, das läuft jetzt alles noch immer noch über die Elgato. Ich muss mich mit OBS noch ein bisschen mehr befassen. Fuck, der hat sich gerettet. Der Drecksack. Ah, wie geil dieses Spiel einfach ist. Ich hab's ja vorher nur gesehen, auch in Let's Plays also, und wollte mal selber spielen, aber da hat man auch schon so ein bisschen mitgefiebert. Aber wie geil das ist, selber zu spielen. Leute, für 20 Euro macht ihr da nichts falsch. Es ist echt geil. Es macht so einen Spaß. Die versuchen gerade die Tür zu öffnen. Guck mal, da stehen sie alle. Guck mal. Na, halt zu. Wo wollen sie hin, Alter? Das gibt's doch nicht. Alter, Mann. Oh nein, ernsthaft? Eine Überlebende ist noch irgendwo unterwegs. Fuck. Die wird wahrscheinlich die Luke jetzt suchen, weil ich jetzt hier am Rumgammeln bin. Du glaubst doch nicht, dass ich zu dem Generator gehe, oder? Nein, fuck, nein. Ah, oh, Mist, jetzt hat sie mich nur getrollt. Scheiße. Ah, fuck, damit haben wir verloren. Egal. Schmachtvolle Niederlage. Muah.